Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den MA-Samen-Pflege-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, das ist die Pflegevariante davon. Es gibt auch eine dekorative Kosmetikvariante davon. Den habe ich auch ausgepackt. Ich weiß nicht, welcher von den beiden eher online kommen wird. Kostet genauso wie auch der Make-up-Adventskalender 49,95 Euro. Ist ziemlich groß. Also Erwin lässt ihn sehr klein aussehen, aber in der Theorie ist er wirklich groß, ne? Also eine schöne Größe. Ich mag das Rot, das Gold und ja. Der MA-Samen-Pflege-Adventskalender ist halt auch immer wieder so ein Knüller, ne? Muss man wirklich sagen, da sind tolle Produkte drin enthalten. Und jetzt will ich nicht lange schnacken, los geht's. Wir haben hier einen Boxen-Adventskalender, der einen Tannenbaum abgebildet hat und zwischen Etagen hat, sodass nicht alles runterknallt. Wenn man zum Beispiel ganz unten die Nummer 1 rausnimmt, die sich so leicht anfühlt, als wäre gar nichts drin. Achso, Warenwert, was stand hier drauf? 154 Tacken sollen hier drin sein. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier wirklich einen mehr als dreifachen Wert erwarten dürfen. Hier haben wir von MA-Samen das Resveratrol Premium NT50. Das ist eine Augencreme, 7 Milliliter. Damit fängt das Ganze schon mal ziemlich gut an, denn die Marke die Reihe Resveratrol finde ich sehr, sehr gut. Ich hatte davon schon mal ein Serum, hat meine Haut sehr gut vertragen und eine Augencreme am Anfang, warum nicht? Weiter geht es mit der Nummer 2, die sich auch wieder recht leicht anfühlt, aber... mal gucken. Wir haben hier ein Vitamin C Protect Lippenbalsam mit Lichtschutzfaktor 30. Das finde ich klasse. Dürfte nur Full Size sein. Ne? Ich glaube, sowas gibt es nicht in Reisegrößen bei MA-Samen. Und ja, Lippenpflege finde ich wichtig. Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor nochmal umso mehr. Wenn du mal irgendwann einen Sonnenbrand auf den Lippen hattest, dann weißt du ganz genau, wie wichtig sowas ist. Verwende ich auch sehr, sehr gerne. Yay, die Nummer 3 fühlt sich schon wieder etwas schwerer an. Das ist immer, ich mag das. Ich mag schwere Büchschen, Kläppchen, wie auch immer. Hier haben wir das Vino Gold Tages- und Nachtcreme. 25 Milliliter haben wir hier drin. Finde ich praktisch. Ne? Dann hast du direkt die Augencreme schon, die du dir auftragen kannst. Die Lippen können gepflegt werden. Und jetzt kommt das Gesicht auch so langsam komplett dran. Finde ich gut. Hier haben wir die Nummer 4 und hey, je weiter ich bei den Kläppchen voranschreite, desto schwerer wird das Ganze. Finde ich sehr sympathisch. Wir haben jetzt ein Shampoo mit dabei. Interessant. Shine Hyaluron Shampoo von Ahuhu. Natürlicher Glanz und intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Hibiskus. Es hört sich nach etwas an, was ich lieben werde. 75 Milliliter. Da sind keine Silikone drin enthalten. Ich mag ehrlich gesagt Silikone, beziehungsweise meine Haare mögen Silikone. Aber wir probieren das mal aus. Riecht sehr angenehm blumig. Den Duft mag ich. Also das wird ausprobiert. Am 5. Dezember, am Tag von Nikolaus. Was macht man da? Noch ein bisschen Pflege. Der ganze Adventskalender ist voller Pflege. Nein, wir machen eine Gesichtsmaske. Und zwar die Vino Lift Straffungsmaske mit Melissenextrakt. Intensivmaske für anspruchsvolle Haut. Strafft die Haut, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Mit Traubenstammzellen. Okay. Ist es dann so eine richtige Erfrischungsmaske? Hört sich für mich auf jeden Fall so an, wenn das mit Melisse sein soll, ne? Nikolaus, der 6. Dezember, ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Genauso wie auch die 24. Auch die 12 finde ich interessant und auch die 1. Hier haben wir drin das Magic Finish Make-up, 10 Milliliter. Ja, das ist diese ganz klassische Geschichte. Das heißt, hier hat sich ein ganz kleines bisschen Pflege, ach Quatsch, dekorative Kosmetik in den Pflege-Adventskalender verirrt. Genauso hat sich auch ein bisschen Pflege in den dekorative Kosmetik-Adventskalender verirrt. Deswegen ist es okay. Aber ja, ne, das habe ich auch tatsächlich schon da. Ist mir ein bisschen zu dunkel. Die Nummer 7 ist hier und sie ist auch wieder ein bisschen schwerer. Hier haben wir bestimmt so einen schönen Tiegel drin. Oh ja, komm raus. Hyaluron Repair, die kenne ich noch gar nicht, die Reihe. 24 Stunden Creme, 20 Milliliter haben wir hier drin. Die kannst du auch morgens und abends auftragen und das wird dann schön feuchtigkeitsspendend sein. Das gefällt mir, das ist toll. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Wie will sie das hinkriegen? Wie? Mit einem roten Produkt, Retinol Intense, 1% Retinol Treatment, 10 Milliliter, finde ich klasse. Retinol mag ich gerne auf meiner Haut, das repariert die Haut und dadurch, dass es halt relativ dezent hier konzentriert ist mit nur 1%, ist es auch ein gutes Anfängerprodukt. Ne? Retinol sollte man halt vorsichtig mit anfangen, genauso wie auch mit Vitamin C, also nicht direkt von 0 auf 100 gehen und das direkt in die Pflege integrieren, sondern immer nur so ein ganz kleines bisschen mit reingeben. Das werde ich jetzt hiermit auch machen, denn
Ich mag Retinol. Am besten da auch immer darauf achten, das entweder abends anzuwenden oder danach einen richtig fetten Lichtschutzfaktor aufzugeben, weil das ansonsten für die Haut nicht gut ist. Wow, die Nummer 9 ist so schwer, da werde ich mich sicherlich drüber freuen. Mal gucken. Hier haben wir was aus der Vitamin C-Reihe, die mag ich nicht so gerne, aber für den Körper kann ich mir das vorstellen. Vitamin C Glow Body Cream, Körpercreme, 100 ml mit Mangobutter. Okay, hört sich spannend an, werde ich ausprobieren. Nummer 10, duftet. Was ist denn da drin? Oder ist es der Nachbar gewesen, der so duftet? Ich weiß es nicht. Nein, das ist das hier. Keratin-Hair-Serum von Ahuhu. 10 ml haben wir hier drin. Rebuild. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Ist vielleicht so eine Art Leave-In-Geschichte dann. Eine kleine Menge auf das feuchte oder trockene Haar in Länge und Spitzen geben. Ja, kann ich gebrauchen. Hier haben wir die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Und da bin ich ganz gespannt, was sie enthält. Es war kein richtiger Reim, aber trotzdem haben wir ein Serum hier drin mit 20 ml. Wow. Kollagen Lift. Und ja, das soll das Gesicht glätten. Das heißt, immer mehr merken wir, dass das ein Adventskalender ist, der jetzt nicht unbedingt für 14-Jährige gemacht ist, ne? Also es geht ja auch viel um Lifting, Revitalisierung und so weiter. Jo, aber sowas kann man gut mal ausprobieren. Halbzeit, die Nummer 12 fühlt sich an, als wäre nichts drin. Da ist bestimmt so eine Maske, ja, eine Maskengeschichte drin. Und zwar eine Detox-Maske mit grünem Tee, zwei Anwendungen mit Reiskeimöl. Porenverfeinernde Tonerdemaske schützt die Haut intensiv. Vor freien Radikalen verfeinert das Hautbild mit japanischem Matcha-Extrakt. Das ist bestimmt so eine Maske, die auch runtertrocknen wird, ne? Und die man sich dann entsprechend abwäscht. Und dann fühlt sich das Gesicht an wie neugeboren. Werde ich ausprobieren. Während mein Freund die Pizzen in den Ofen schiebt und ich habe Hunger wie sonst was, öffnen wir mal die Nummer 13 und schauen mal rein, was sich hier drin verbindet. Ein kleines Produkt. Oh, Ampullen. Aqua Intense, 2x2 ml. Ich habe hier ein Haar. Ja, die sind hier drin enthalten. Ich liebe Ampullen. Ich mag die total gerne. Auch die M-Asam-Ampullen mag ich gerne. Ich hatte die, war das Resveratrol, so eine riesengroße, fette Ampullenkur mal in der Box mit drin gehabt und die Ampullen mag ich gerne und das hier ist dann zur Feuchtigkeitsspendung. Hui, die Nummer 14 fühlt sich wieder schön schwer an, das wird mich wieder glücklich machen, denke ich mal. Oh, die kenne ich auch noch nicht. M-Asam Bath and Body Aromatic Lovely Chai, ein Duschgel mit 100 Millilitern. Sehr spektakulär, also die Reihe kenne ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine neue ist. Das muss ich ausprobieren, das riecht auch ein bisschen... Ja, herber. Nicht herber, aber würzig halt, ne? Chai halt. Die 15 ist schön groß und verheißungsvoll, aber ich glaube, hier ist ein Tool drin, weil sich das nach nichts anfühlt hier drin. Ja, schade. Das hier ist ein Abschminkpad oder sowas. So ein großer Fluffel ist das. Oh, ist das toll. Oh mein Gott, das finde ich toll. Ja, sieht aus wie ein ganz kleiner Schuh. Das finde ich witzig. Okay, aber es ist tatsächlich so, dass du die Finger hier reinsteckst, ne? Und dann kannst du damit dein Gesicht reinigen. Das finde ich toll. Also okay. Ich dachte erst, es wäre irgendwie so ein Nervfluffel, aber nein, es ist ein toller Fluffel. Die Nummer 16 habe ich jetzt hier in meinen Händen. Und dann haben wir hier Hydrolift Instant Effect. 10 ml haben wir hier drin. Wird dann wahrscheinlich so eine Art Serum sein, was hier drin ist, oder? Weiß ich nicht, weil es ja kein Tiegel ist. Oh ja. Und das ist auch so ein, die habe ich glaube ich auch schon. Ich weiß es nicht. Entweder die oder eine ähnliche. Ja, gute Aussage, Claudinchen. Aus dem Adventskalender noch vom letzten Jahr, wenn ich das gestehen darf. Beauty Treatment Instant Effect. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Inhaltsstoffe hier drin sein werden. Es ist auf jeden Fall feuchtigkeitsspendend und so weiter und so fort. Interessant. Die Nummer 17. Da ist ein Tiegel drin, weil sich dann nichts drin bewegt und das Ganze sich schwer anfühlt. Das ist die Retinol Intense 24-Stunden-Creme. Interessant. 20 ml, die würde ich eher als Nachtcreme dann empfehlen, ne? Und das dann auch in Kombination mit dem Serum. Ich glaube, das kommt ganz gut. Aber da würde ich mich wirklich, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig rantasten und nicht direkt von jetzt auf gleich beides in Kombi verwenden. Ich glaube, dann sagt die Haut, ciao, Kakao, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also immer bei Pflege oder bei Pflegewechsel vorsichtig rantasten, bitte. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir haben hier den 18. Dezember, den wir jetzt öffnen werden. Und hier haben wir ein Tübchen drin. Oh, Vinolift Overnight Lift Peptid Essence mit 20 ml. Und ja, auch das ist wieder dann so eine schöne Lifting-Geschichte. Mensch, Mensch, Mensch. Da geht man ja geglättet wie sonst was aus dem Dezember raus, wa?
Die Nummer 19 hätte ich fast nicht gesehen, weil ich meine Hand draufgelegt hatte. Läuft bei mir, ne? Ja. Hier haben wir auch wieder eine Maske drin, beziehungsweise eine Doppelmaske. Oh, hautberuhigende Superfruit-Maske mit probiotischem Repair-Komplex, beruhigende Crememaske, ideal für strapazierte Haut, durchfeuchtet und entspannt das Hautbild mit Joghurtproteinen. Das finde ich cool. Sowas kann man auf jeden Fall in der Weihnachtswoche gebrauchen, um den ganzen Stress einfach mal so ein bisschen den Kampf anzusagen. Die Nummer 20 ist mir eben schon positiv aufgefallen, als sie runtergefallen ist, als ich die 9 rausgezogen habe, weil die so schön schwer ist. Schwer ist immer gut, ne? Bath and Body Flowery Charming Blossom, eine Körpercreme, 100 ml. Oh. Oh, die treffen hier voll meinen Geschmack, ne? Tun die. Das riecht so angenehm blumig. Oh, das mag ich. Und dass du einfach in einem 49,95 Adventskalender hier so große Produkte drin hast, feiere ich im Übrigen auch sehr. Die Nummer 21 riecht wieder so nach frisch gewaschener Wäsche. Oh, hier haben wir wieder Ahoho drin, also ein Haarprodukt, ein Argan-Shampoo. Mega geil. Nährende Intensivpflege mit kaltgepresstem Bio-Arganöl. 0% Silikone, 75 ml. Auch das muss ich ausprobieren. Das finde ich ja super ansprechend. Also was für schöne Produkte von Ahoho, die hier reingepackt haben. Will er gar nicht fokussieren, weil er irgendwie denkt, nö, muss gar nicht sein. Und Ahoho ist ja die Haarmarke, die wir auch bei im Asam finden oder bei Asam Beauty vielmehr. Und das finde ich gut. Das mag ich. Mit frisch gewaschenen Haaren können wir nun die Nummer 22 öffnen. Und hier haben wir ein kleines Tübchen drin. Und zwar Aqua Intense, eine Augenmaske. Okay, 7 ml sind hier drin. Da steht jetzt nicht drauf, wie man das anzuwenden hat. Sprich, wie lange man diese Augenmaske dann einwirken lassen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Geschichte ist, die du dann quasi einfach abends drauf machst, über Nacht einwirken lässt und morgens abwäscht. Ne, das kann ich mir als sinnvoll vorstellen. Deswegen vielleicht so eine Abendaugencreme. Was dürfen wir am 23. Dezember, am Tag vor Heiligabend, denn noch so treiben? Da haben wir etwas drin von Flora Mare, Bali Edition, Coco and White Flower Hand Cream. Ja, White Ocean 50 ml, eine Handcreme durfte natürlich nicht fehlen. Hätte ich auch in einem Pflege-Adventskalender fast schon schmerzlich vermisst. Kokos ist nicht so meins, White Flower dafür umso mehr, Handcremes habe ich aber genug. Was wird uns an Heiligabend erwarten? Ich meine, wir haben ja wirklich schon Haarpflege drin gehabt, wir hatten Masken drin, wir haben Cremes drin gehabt. Und Rampampam, oh, jetzt geht die Party ab, denn wir haben Resveratrol Premium NT50, die Lifting Cream mit 20 ml hier drin. Das, vollendet diese ganze Geschichte auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr cool. Ist, wie gesagt, eine tolle Reihe, Mensch, von der Marke, die ich echt gut finde. Und das war nun der M-Asam, Asam Beauty Pflege-Adventskalender. Ich fand den gut. Also ich habe auf ziemlich viele Produkte, die jetzt hier drin waren, echt Bock, die auszuprobieren. Die mich sofort, als ich das Boxending schon in der Hand gehalten habe, mit dem Duft überzeugt haben. Und aber an und für sich ist der auch ganz gut gestaltet. Wir haben hier sehr abwechslungsreiche Produkte drin, zu einem guten Preis. Also nicht mal 50 Euro dafür, ist schon der Hammer. Es wird gesagt, wir haben 154 Euro wert. Kann ich mir vorstellen. Ich habe das jetzt auch immer mal so runtergerechnet und hoffe, dass ich das auch halbwegs getroffen habe mit meiner Rechnung. Ist empfehlenswert. Aber definitiv für keine Teenager, sondern eher für erwachsene Frauen, die so ab Mitte 20 Bock drauf haben, vielleicht auch so ein bisschen ihre anfänglichen Falten zu pflegen. Man könnte damit jemandem auf den Fuß treten, auf den Schlips treten. Wenn man das jemandem schenkt, der vielleicht nicht so unbedingt denkt, dass er Falten hat, dementsprechend vorsichtig sein, liebe Männer, bitte. Aber ich hätte mich zum Beispiel gefreut, wenn mein Freund mir ihn geschenkt hätte. Und er ist hübsch vom Design her, da ist ein cooler Inhalt drin, brauchbare Produkte. Und selbst das Füllprodukt, was mit drin enthalten war, fand ich cool. Und das war es nun hier von mir mit dem Adventskalender-Unboxing. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!